Hallihallo. Heute mal ein Umstiegsvideo. Bald ist es soweit. Ubuntu 12.04 ist in der finalen Version. Alles stürzt sich drauf. Deshalb mache ich heute mal ein Video, das etwas anders ist als die anderen. Und zwar auch mal ein paar Warnhinweise. Nicht alles, was neu ist, ist gut, beziehungsweise nicht am ersten Tag gleich gut. Ich hatte auch zuvor schon andere Ubuntu-Versionen und immer war es dann der neueste Hype, die neueste Version, die muss man unbedingt haben. Es wird aber zwangsmäßig Folgendes passieren, das ist mir passiert beim Umstieg von Ubuntu 9.10 auf Ubuntu 10.04, beim Umstieg von 10.04 auf 10.10, von 10.10 auf 11.04, von 11.04 auf 11.10 und von 11.10 auf 12.04. Es entsteht immer der gleiche Effekt. Dass man sagt, wunderbar, Umstieg hat funktioniert, aber genau das Programm, das ich sonst noch immer gerne genutzt habe, das geht auf einmal nicht mehr. Das ist am Anfang immer so. Genau das Programm, das man ständig braucht und das hat doch immer funktioniert, das geht plötzlich nicht mehr und man sagt sich, so ein Mist, warum bin ich denn bloß umgestiegen? Das passiert immer. Ja, das ist vollkommen normal. Weil, gut, wir haben zwar eine Testversion, ne, und es gibt eine Testphase, bei denen viele Beta-Tester testen und es gibt so eine Release-Schedule und da läuft die Zeit ab und am 26. April ist es mal wieder soweit. Da kommt jetzt die Final Release raus, aber Final Release heißt nicht, dass dann Ubuntu 12.04 fertig ist und das war's dann, sondern erfahrungsgemäß dauert es dann noch 1-2 Monate, bis dann wirklich auf jedem Rechner alles so läuft, wie es vorher war, dass jedes andere Nebenprogramm, das eigentlich nicht direkt was mit Ubuntu zu tun hat, sondern halt Hilfsprogramme, die ihr immer benutzt, was weiß ich, euer Screen Recorder, euer KDenLive oder PDV oder was weiß ich, irgendwas ist immer. Und es dauert immer eine Zeit, bis das dann auch läuft. Also nicht dann sofort ärgern und sagen, aber früher war alles besser. Das ist vollkommen normal. Das ist bei jeder neuen Version so, ne? Weil die Beta-Tester testen natürlich wie verrückt und geben sich alle Mühe. Und es dauert auch eine Zeit lang, denn am finalen Release steigen ja alle um. Und irgendeiner hat immer eine Version, die anders ist als die anderen. Wo man vorher nicht dran gedacht hat, in den ganzen Testversionen diesen einen Sonderfall auch noch zu beachten. Und dann schleichen so langsam auch mal die Programmentwickler, die euer Lieblingsprogramm entwickelt haben, auf die neue Ubuntu-Version, wenn sie es nicht schon getan haben. Und das dauert dann auch eine Zeit. Und dann dauert es eine Zeit, bis dann irgendwo in Internetforen oder auf meiner YouTube-Seite dann eine Hilfeanleitung kommt, wie man dieses Programm jetzt wieder unter der neuesten Ubuntu-Version genauso zum Laufen kriegt wie vorher. Das ist ganz vollkommen normal. Liegt halt daran, dass dann auf einmal Millionen verschiedenster PCs aufschlagen und man stellt dann plötzlich fest, huch, den Fall und den Fall und den Fall und den Fall und den Fall, den haben wir noch gar nicht beachtet, weil das nur bei den und den PCs vorkommt, ist vollkommen normal. Das hat aber nichts mit Ubuntu zu tun oder Ubuntu 12.04, das ist, kommt halt durch die Masse der PCs, dass man gewisse Dinge erst dann sieht, wenn es alle benutzen. Also, am 26. April, was machen wir da? Steigen wir da um oder steigen wir denn nicht um? Gut, ihr könnt natürlich umsteigen, aber ich würde euch Folgendes raten. Installiert Ubuntu dann parallel, wenn ihr schon eine Ubuntu-Version habt oder ein anderes Linux-System oder vielleicht Windows habt, eine parallel zum bestehenden System, damit ihr mehr auf die alte Version wieder zurückkommt, ne? Dann denkt dran, wenn ihr downloadet, ihr müsst eine DVD haben mittlerweile. DVD, gut. Für die Mutigen, die einfach ein Update machen wollen, Update-Manager-D im Terminal, dann könnt ihr schon heute umsteigen. Aber es wird dann, wie gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass nicht immer alles glatt läuft, dass bestimmte Pakete, die ihr vorher hattet, deaktiviert werden, dass ihr plötzlich einen anderen Display-Manager habt, was vollkommen normal ist. Wenn ihr zum Beispiel Ubuntu 10.04 hattet, da war GDM der Display Manager und jetzt heißt er LightDM und für eure Grafikkarte gibt's noch nicht den passenden Treiber, dann müsst ihr dann beim Login auf Ubuntu 2D-Modus, ne, dann könnt ihr vielleicht den Cube nicht nutzen oder ähnliches, ne. Das wird zwangsmäßig passieren. Ihr solltet also parallel installieren, also ihr solltet euch eine CD runterladen,
eine CD, die heißt jetzt eigentlich DVD. Und das ist DVDs sind das eigentlich. Gut, dann gibt's Intel und 64-Bit-Systeme, dann halt die AMD-Version nehmen, auch wenn da AMD steht, ihr könnt auch mit dem Intel-Prozessor die nutzen, ist dann eigentlich die, ich sag mal, üblichere Version, läuft dann gegebenenfalls schneller, nutzt mehr Speicher aus und kann dann auch 6-Kern-Prozessoren oder ähnliches besser ausnutzen. Würde ich dann empfehlen. Gut, und dann gibt's noch die Alternate-Installations-CDs. Die sind immer dann gut, wenn irgendwie Probleme mit Grafikkarten oder so auftreten. Und die Alternate-Versionen haben den Vorteil, dass die erstmal ohne Grafikmodus starten. Ja. Dann ist man im rein textbasierten Modus und kann zumindest schon mal alles sehen und wie auch immer. Da kann man bei der ersten Installation vielleicht erstmal gar nicht installieren, sondern erstmal nur die Live-CD von der CD starten. Mal gucken. Wenn die Live-CD schon nicht startet, dann hat man vielleicht schon ein Problem mit dem Grafikkartentreiber. Dann ist schon was im Argen. Kann da schon mal versuchen, eine Internetverbindung herzustellen, bevor man überhaupt Ubuntu installiert. Und kann sich da schon mal so ein bisschen durchtesten. Dann würde ich auch empfehlen, die CD bzw. DVD mittlerweile auf Fehler zu testen, bevor ihr installiert. Mir ist öfter schon mal passiert, dass ich dann auf der Hälfte der Installation abbrechen musste, weil ich die DVD da irgendwo einen Fehler drauf hatte. Ne? Also normalerweise bei der Installation kommt dann so ein Menü, wo steht CD auf Fehler prüfen. Das wäre jetzt wichtig zu wissen. Was macht ihr, wenn ihr überhaupt kein DVD-Laufwerk habt? Ja gut, dann könnt ihr es natürlich auf den USB-Stick brennen. Also das ISO-Image runterladen, entweder auf CD, DVD oder halt auf einen USB-Stick. Ne? Das wäre dann für die Netbook-User interessant. Ne? Dann sollte man natürlich sich auskennen, wie man gegebenenfalls sein BIOS so einstellt, dass der vom USB-Stick bootet, beziehungsweise überhaupt von der CD bootet, falls das nicht standardmäßig so eingestellt ist. Ne? Das sollte man, falls man das noch nie gemacht hat, mal nachblättern. Ist unterschiedlich je nach BIOS. Gut, und dann, wenn ihr also festgestellt habt, das geht alles wunderbar, Installation läuft, dann würde ich neben der bestehenden Betriebssysteminstallation installieren, sodass ihr eine separate Partition habt, wo das neue Ubuntu drauf ist. So, das hat den Vorteil, wenn ihr dann neu startet, könnt ihr euch aussuchen, will ich wieder zurück zum alten Betriebssystem, na, da kann man so ein Auswahlmenü starten, oder will ich das neue starten, das ist dann standardmäßig oben. Da muss man nur ein paar Sekunden warten, startet das auch automatisch. Wenn man aber zum alten System zurück will, muss, weil ein bestimmtes Programm noch nicht läuft, dann hat man halt die Option, noch wieder zurückzukommen. Gut, und da kann man ganz in Ruhe auch seine Daten nochmal hin und her kopieren. Datensicherung wäre auch anzuraten, trotzdem mal vorab zu machen. Es ist mir auch schon vorgekommen, dass mal Daten verloren gehen, wenn ganz unglücklich die Partitionen aufgeteilt sind, dass einfach eine überschrieben wird, hatte ich jetzt letztens mal. Gut. Die alternative Installations-CD bzw. DVD ist mittlerweile, würde ich empfehlen, wenn man schon eine DVD verschusselt, dann die Alternate, mit der kriegt man fast alles wieder zum Laufen, hat mehr Optionen, stellt mehr dumme Fragen. Aber die dummen Fragen sind manchmal ganz sinnvoll, da hat man mehr Optionen, um was einzustellen. Gut, also dann wie gesagt nebendran installieren, neben dem bestehenden Betriebssystem. Sich über das neue Ubuntu freuen und wenn alles läuft, ist ja wunderbar, dann wird das alte System halt irgendwann mal von der alten Partition wieder runtergelöscht und für was anderes genutzt oder mit gepartet, dann die Festplatte nochmal ein bisschen umformatiert, als geht. Aber normalerweise ist es immer glücklich, dann die alte Version noch auf der Platte zu haben, um gegebenenfalls wieder auf sein altes bekanntes System, bei dem noch alles ging, zurückzukommen. Das ist wichtig. Und dann warten wir ein bisschen ab. Ne? Und dann nicht enttäuscht sein, wenn euer spezielles Programm, das ihr doch immer genutzt habt, euer Grafikkartentreiber noch nicht geht oder dies oder jenes noch nicht geht. Die 26. April heißt nicht, Ubuntu ist fertig und ist auf allen Systemen dieser Welt sofort lauffähig. Da wartet man lieber so ein bisschen, so einen Monat oder zwei.
vielleicht sogar bis zur Version 12.04.1. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.